Okay, wenn die erste Zeile oder ja, das erste Level von der Zeile schon so anfängt, wie geht's denn dann weiter? Ich will's vielleicht gar nicht wissen. Na gut. Labyrinth aus Beton. Zwei weiße und drei Ebenen. Ich hoffe, da sind Punktkäfer dabei. Also Punktmen. Weil zwei weiße? Wow. Labyrinth aus Beton. Sublevel 1. Ich hoffe jetzt wenigstens mal auf eine bisschen angenehmere Ebene wieder. Na, schauen wir mal. Fertig. Los. Okay. Ich kann jetzt gerade bloß ein bisschen rumrennen, weil Tore einreißen würde viel zu lange brauchen. Das könnte ich einfach bloß nicht schaffen, weil ich nicht weiß, wohin. Oder was damit machen. Ich muss hier jetzt einfach bloß irgendwo einen Schlüssel finden, ja? Es ist ein Labyrinth. Nur halt schnell genug. Die Pikmin sind schnell genug, dass sie mir die ganze Zeit folgen können. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich zu finden, wo wir hin müssen. Ich hoffe mal. Hä? Wie denn? Was? Weiße reißen das so schnell ein? Echt jetzt? Oder ist es bloß ein Fake-Tor theoretisch dadurch? Das verstehe ich jetzt nämlich nicht ganz. Sind Weiße echt stark im Tor einreißen? Oder wie gesagt, ist es jetzt einfach bloß Fake gewesen? Das habe ich jetzt nämlich gerade eben nicht ganz verstanden. Wie schnell das jetzt ging. Vielleicht untergraben die es dann irgendwie oder was weiß ich. Das war ja merkwürdig. Na gut. Gut, dass wir es gecheckt haben. Okay, das habe ich doch schon mal gesehen. Dort hinten. Es gibt hier ein paar Röhren. Dort auch nicht. Aber dort doch auch nicht, oder? Doch, dort ist es. Nö, ist es nett. Das ist halt echt das Problem. Wo ist das jetzt? Oh, wenn das dann halt am anderen Ende der Welt spawnt. Ja, da hinten. Wow. Toll, danke. Ich hätte es vermuten können, aber ja, hätte man ja nicht wissen können. Ja. Ich weiß doch, ich weiß doch, ich weiß doch. Go, go, go. Go, go, go. Okay. Wir haben in der nächsten Ebene wieder Zeit. Okay, gut. Oh, meine Güte. Was ein Stress. Labyrinth aus Beton, Sublevel 2. Wie groß bitte? Ach du große Güte. Das wird wohl die größte Ebene sein, die es je gab. Das ist jetzt einfach bloß rumgewandert. Wer Pech hat, hat verloren. So muss man es echt sagen. Ich könnte jetzt separat wandern, bringt mir aber dann halt überhaupt nichts. Und ja, man sieht halt auch nicht weit genug. Ich spiele ja schon mit höchster Sichtweite. Aber das ist einfach trotzdem zu wenig. Ich meine, ich weiß jetzt, dass ich die Tore einreißen kann. Ach, hi. Du auch hier. Oh, gar nicht gut, wo ich hier gerade eben langlaufe. Das war einfach bloß ein Umweg. Oh Gott. Na toll, die liegt da jetzt auch. Super. Dort hinten irgendwas? Nö. Puh. Das ist. Tja. Da geht's nicht. Doch, da geht's weiter. Ich hoffe mal, dort hinten ist nichts. Nö, ich sehe aber auch nichts. Jetzt hört doch mal auf mit den Spinnen hier. Langsam wird's nicht mehr lustig. Hier hinten, da hinten ist er. Okay. Meine Güte. Na komm. Okay, aber das geht auch schon mit einem Pikmin sehr, sehr schnell. Ist zwar irgendwie merkwürdig, aber naja. Wie gesagt, ich hinterfrage es jetzt einfach mal nicht. Pikmin, danke. Ich wollte schon sagen. Und los. Wo auch immer die Reise hingeht. Jo, alles klar. Spammt mich halt zu mit den Dingern. Wo ist da? Okay. Kostet auch überhaupt nicht viel Zeit oder sowas. Das sollte deutlich schneller gehen.
Die Zeit sollte eigentlich drin sein. Also es sollte eigentlich schneller gehen, das so zu machen. Als da wirklich außen rum zu laufen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Na komm, go, go, go. Und sie gehen trotzdem außen rum. Ich fass es nicht. Oh Mann. Das ist natürlich großartig. Ganz, ganz große Leistung. Oh, okay, 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 okay. Dann ziehen wir dich ein bisschen hier rüber. Wunderschön. Dann sind meine Pikmin jetzt wahrscheinlich tot. Weil die... Wo tragen die das hin? Hä? Hä? Was? Hä? Da war ein direkter Weg dorthin. Ja, das ist jetzt Beschiss. Hä? Hallo? Was soll das? Ich verstehe es halt gerade eben echt nicht. Was soll das denn jetzt? Trollt mich das Spiel jetzt einfach auch schon so? Da war ein direkter Weg. Der war hundertprozentig schneller. Hier, einfach bloß hier durch. Nice. Wir können es aufgeben, weil das Spiel mich getrollt hat. Die Pikmin haben es nicht kapiert und sind in die falsche Richtung gelaufen. Richtig toll. Oh. Gegen alles habe ich nichts. Die letzte Höhle war vollkommen meine Schuld. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn das Spiel anfängt zu trollen, wenn das einfach bloß nicht richtig funktioniert, beziehungsweise Sachen macht, die ich nicht beeinflussen kann, dann ist sowas immer so unglaublich ärgerlich. Und zum Beispiel auch Pikmin durch Wände fressen oder sowas. Oh, Mann. Was war das denn? Hä? Vor allem, wo hätten die das denn hingetragen? Hätte ich sie da nicht gestoppt. Das hatte ich ja jetzt ja auch noch nie. Der Aufbau ist jetzt natürlich wieder komplett anders. Da bringt uns eine gewisse Ortskenntnis jetzt halt gar nichts mehr. Ich meine, dort könnte... Da geht's später raus. Das heißt, das Tor können wir schon mal einreißen. Ja, zumindest... Ja, toll. Okay. Müssen die wirklich bloß kurz dran stehen? Scheint mir fast so. Wahrscheinlich ist der Schlüssel wieder hinter so einem Tor. Ach, bloß die Tore gibt's hier so selten. Komm da weg. Da hatten wir schon den Schlüssel und auch noch genügend Zeit. Und dann, ja, wie gesagt, versagtes Spiel einfach, wirklich. Oh, Mann. Ist er dahinter? Ja, na, am weitesten weg. Da kann man halt auch echt einfach Pech haben mit dem Level-Design. Und ja, dann wird das nichts. Reicht das jetzt schon? Nein, reicht nicht. Okay, das wollte ich mal probieren. Ob man die dann wirklich direkt schon wegziehen kann. Aber so bekomme ich sie halt auch nicht gescheit ran. Deswegen wollte ich sie jetzt halt mal kurz wegdrücken. Diesmal ist es wenigstens ein bisschen schneller als das letzte Mal. Ich hoffe einfach mal, dass sie wieder dort... dass wieder dort zu finden ist, wo es das letzte Mal war. Das war dort oben. Schauen wir mal. Wir werden es ja dann gleich sehen. Oh, Mann. So, mitkommen. Nee, das ist dort oben in der Ecke. Wo theoretisch nichts war. Dort oben. Genau. Okay. Wenigstens das müssen wir nicht freigraben. Okay, wir haben schon mal mehr Zeit als das letzte Mal. Das ist ja schon mal etwas. Wenn das Spiel jetzt auch noch richtig funktioniert, dann können wir die auch noch gescheit nutzen. Und das Ding hat noch ein drittes Sublevel. Toll, freue ich mich drauf. Ein drittes Sublevel, weil einfach bloß random ist, ob man es schafft oder nicht. Weil, ja, tut mir leid, aber so ist es. Es ist ja einfach nicht garantiert, ob ich es schaffe. Also es ist Zufall, kann man sagen. Wenn es blöd läuft, die Spinnen blöd liegen und sowas, dann... Du warst das ganz schnell. So, du explodierst. Da kannst du gar nichts mehr dagegen machen. Oh, Freunde, ne? Also 5 sind in Ordnung, aber 50. Und das halt mit knapper Zeit. Vor allem, wie gesagt, wenn man da halt einmal in die falsche Richtung läuft, war's das. Keine sehr nette Höhle, einfach bloß vom Spielprinzip. Es ist nicht schwierig, es ist einfach bloß dumm. Und das ist, ja, das ist nicht nett. Okay, es ist ein riesengroßer Umweg, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das der einzige Weg bis dort nach hinten ist. Nee, ist er nett. Ich hoffe mal, dass die Pikmin dann nicht auch gehen werden. Ach, verdammt.
Dadurch. Das heißt, das war komplett falsch und dadurch haben wir jetzt so viel wertvolle Zeit verloren. Wie gesagt, ob die noch gut zu machen ist, schauen wir mal. Oh, und jetzt muss ich halt wieder auf die Spinnen warten. Ne, es geht mir echt auf die Nerven, diese Höhle. Okay, du bist wenigstens zusammengeklappt, das ist nett. Weil wenn die mich halt bis zum Tor verfolgen, dann kann ich, ja, kann ich da halt nicht, gerade nichts tun. So, bitte sei dahinter, danke. Haben wir jetzt, ja, 60 Sekunden, sage ich mal, Zeit, um den heimzubringen und dann den Geysir zu finden. Das wird doch wohl möglich sein, oder? Wobei, wir müssen den Geysir gar nicht finden, sondern bloß die, den Höhlenausgang. Gibt ja noch ein drittes Sublevel. Wobei ich darauf echt verzichten könnte. Wieso nicht da entlang? Na, okay, da ist das Schiff diesmal nicht. Glück gehabt. Wo ist denn das Schiff wieder? Ich will es jetzt mal im Auge behalten, ansonsten hole ich es nämlich gleich weg. Sobald die irgendeinen Scheiß zusammenlaufen. So, und du verfolgst mich jetzt mal. Oh, nee, das wird genau reichen. Toll! Ja, dass sie genau so laufen, dass sie mit der Spinne gleich sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, okay, diesmal funktioniert's wenigstens. Danke. Meine Güte. Wo ist jetzt der Höhlenausgang? Das ist die Frage. Den müssen wir jetzt halt gescheit finden. Aber es sieht ja alles immer auch gleich aus. Das ist das Problem. Auf so einem Vorsprung, das könnte der dort hinten sein. Ich habe gerade zwei im Blick. Der ist es nicht. Ich dachte, ich hätte zwei im Blick. Toll. Ich hatte nicht zwei im Blick. Da hinten ist er. Ah, das war Blödsinn. Na egal. Muss so reichen. Okay, und dort hoch? Geht's dort hoch? Ja, geht's. Halt, da kann ich auch dort hoch. Ja, okay, okay, okay. 20 Sekunden, das reicht. Also es reicht auf jeden Fall, um weiterzukommen, bloß für die dritte Höhle halt. Haben wir jetzt noch 18 Sekunden über. Ich hoffe, das reicht. Oh, Mann. Labyrinth aus Beton, Sublevel 3. Man merkt, das wird jetzt auf jeden Fall sehr viel kniffliger, die ganzen Sachen. Letzter Level. Oha. Ja, ich würde sagen rot. Ich weiß halt nicht was, aber ich vermute jetzt einmal kämpfen, deswegen rot. Wobei eigentlich gelb, weil gelb sind, jo, stark halt. Vielleicht habe ich jetzt einen riesengroßen Fehler gemacht. Man weiß ja nie, vielleicht trollt einen das Spiel ja dadurch auch. Wie gesagt, man kann schwer sagen. Vielleicht wäre jetzt auch gelb gut gewesen. Ich weiß halt nur nicht mal, was auf mich zukommt. Vielleicht nehme ich jetzt nochmal ein paar gelbe mit, weil Wasser war hier keins. Deswegen blaue wären Blödsinn. Oh, gar nicht gut. Okay, gut. Wir sind da durchgelaufen. Nein, nicht die... nicht blau. Ich wollte gelb. Das wird viel zu knapp. Ich kann mich doch jetzt gerade nicht vorbereiten. Was ist das denn? Oh. Aber wie gesagt, für Vorbereitungssachen hier haben wir viel zu wenig Zeit. Das scheint mir so, dass sie wirklich wollen, dass wir das, weil hier auch mit dem Ei. Okay, 18 Pikmin. Was kommt jetzt auf mich zu? Da ist der Geysir. Das ist gut zu wissen. Finde ich echt immer sehr angenehm. Einfach bloß für den... Och, nö. Aber bloß damit man die anderen Schätze hätte gescheit transportieren können. Na gut, aber es reicht trotzdem. Na, immerhin. Wird jetzt keine Spinnen hier mehr auf dem Weg und dann passt das. Weil die ganze Höhle nochmal würde ich ungerne machen. Wirklich sehr ungerne. Ich halte mal die Kamera so. Falls da jetzt spontan eine Spinne spawnt, da kann ich es ja eben noch weg oder einen Stein. Okay. Den sollte eigentlich auch nichts mehr passieren. Oh, haben wir die Ebene geschafft. Gott sei Dank. Das, wie gesagt, das war eigentlich bloß mehr Mobbing vom Spiel als wirkliches, als wirklicher Stress. Ja, toll. 10 Sekunden. Ulima, komm her. Falls sie es bis dahin nicht packen. Ich brauche nochmal ein bisschen extra Pigment dazu. Ah, danke. Und raus hier. Ach, du große Güte.
10 Sekunden länger wäre nett gewesen. Aber ich hätte natürlich auch nicht alle Pikmin farmen müssen. Das war natürlich auch klar. Oh Gott, und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte und ich bekomme jetzt schon immer wieder einen Herzinfarkt. Na toll. Großartig. Ich freue mich schon auf mehr. So. Zimmer des Sammlers. 50 weiße. Oh, 7 Ebenen? Ach du große Güte. Aber insgesamt 5 Sprays. Jetzt legen sie richtig. Ich dachte echt nicht, dass es über 5 Ebenen gibt. Zimmer des Sammlers. Sublevel 1. Ja klar, dafür natürlich wieder dementsprechend wenig, aber pff, wie gesagt, 7. Was ist denn da ein Schatten? Beziehungsweise der Schatten von dem Fuß, Schuh ist dann ziemlich schlecht gelegt. Du bist nicht der Schlüssel. Ah, der Schlüssel ist in dem Vieh drin, na toll. Okay, das hätte ich wissen müssen. Oh, komm schon, du musst dich wieder abschütteln. Okay, oh Gott. Da muss man Button mashen können. Mit 50 Weißen, ansonsten klappt das nicht. Okay, Ebene 1 geschafft. Auch noch mit ein bisschen extra Zeit, die müssen wir sicherlich auch rausholen. Zimmer des Sammlers, Sublevel 2. Lass mich raten, gleiche Ebenen aufbauen. Nein! Okay, es sind also immer verschiedene kleine Ebenen. Na toll. Ganz ehrlich, so. Du kannst mich mal. Und Käfer, du kannst mich mal. Weil der ist ein bisschen mehr auf Zack. Genau. Glück gehabt. Aber sowas von knapp. So, ah, die Gruselkatze wieder. Geh weg. Oh Gott, er hat sie ja schon gefressen. Puh. Okay, Sublevel 2. Wir verdienen langsam ein bisschen mehr Zeit. Da wäre vielleicht ein Links nicht schlecht gewesen. Ein Einfrierspray, aber wir haben es auch so hinbekommen. Zimmer des Sammlers, Sublevel 3. Metallebene. Okay. Da haben wir ja gesehen, das funktioniert. Gerade so. Okay, er dreht sich sogar in die Richtung, das ist gut. Ah, hi. Alter, was für eine Ebene. Hör auf damit, Spiel. Oder was für Ebenen. Oh Gott. Die gehen echt aufs Herz. Puh. Zimmer des Sammlers, Sublevel 4. Es wird immer schlimmer. Haariger Punktkäfer. Mehr oder wirklich bloß wieder haariger Punktkäfer? Harry, der haarige Punktkäfer. Scheinbar. Ich höre doch nochmal jemand schnarchen. Nee? Nein? Okay. Er sollte eigentlich gleich stark sein wie ein Dings, wie ein normaler. Deswegen einfach immer drauf. Oh nein, er ist deutlich schneller. Es reicht trotzdem. Oh. Er muss sich halt ab einem gewissen Zeitpunkt wieder schütteln. Und das muss ich dann halt ausnutzen, dass ich genügend Pikmin drauf bekomme, dass er sich wieder schütteln muss. Oh Gott. Hätte ich das gewusst, hätte ich davor noch ein bisschen Kaffee getrunken. Dass mir ein bisschen hibbeliger wird. Puh. Das wird mir hier ganz warm. Oh Gott. Ist auch echt toll. Da schaffe ich wirklich schon jede Höhle im Hauptspiel. Was mache ich dann in den Challenge-Modus, wo nochmal die krassesten Höhlen drankommen? Zimmer des Sammlers, Sublevel 5. So einfach nochmal extra Tortur. Okay. Das kennen wir ja auch so ein bisschen minenartig. Na, du bist es bestimmt nicht, oder? Na egal. Feuer. Wie gesagt, rot klappt ja, gerade so. Ah! Na, es war wieder so knapp. Okay, er war's. Es sind wirklich immer die Punktkäfer. Na, immerhin, so bleiben sie sich da treu. Oh Gott, wo ist denn der... Wo könnte der Ausgang sein? Ich weiß es gar nicht. Bei uns? Nee, ja doch, genau hier. Also ich, bei uns war mit dem Schiff gemeint. Oh Gott. Zimmer des Sammlers, Sublevel 6. Das kennen wir doch schon.
Ja, okay, gruselige Gummiente. Okay, weißt du was? Du kannst mich jetzt mal. Wir haben noch eine Ebene vor uns und noch zwei Sprays. Das war unklug. Das war irgendwie die falsche Reihenfolge. Egal. So, aufs Hirn und dann war's das. Können wir vielleicht nochmal ein paar? Jo, die finden nämlich auch langsam ihre Blüten. Wunderbar. Okay, die Ebene mal ein bisschen entschärft. Weil jetzt weiß ich eigentlich, was noch auf uns zukommen kann. Vor allem, da ich die Höhle langsam kenne. Ein Feuerpunktkäfer kann es nicht sein. Maximal ein Dings. Ein Emperor. Also ein Herrscher. Aber selbst den bekomme ich mit Dings. Mit Rot und Lila weg. Zimmer des Sammlers. Sublevel 7. Vielleicht kommt es auch viel schlimmer. Es kommt schlimmer. Kann ich dich bitte... Danke. Okay. Fieses letztes Level, aber wie gesagt. Es hätte wenig kommen können, was mich wirklich nochmal richtig... Na, ich will es mal so sagen, richtig abfacken hätte können. Deswegen, das war eigentlich so geplant. Kann ich jetzt mal so behaupten. Dass es eigentlich wirklich schon relativ gut geplant war. Dass ich hier wirklich mal alles zünden kann, weil ansonsten wäre schon knapp geworden, ja? Okay. Schön. Die Höhle geschafft. Die Hölle. Also manchmal, der weiße Punktkäfer hat mir, glaube ich, echt am meisten, am meisten Angst gemacht, weil der war ein bisschen schneller. Also er ist zwischen einem orangenen und einem roten, würde ich den jetzt so setzen. So wie ich das gesehen habe, weil der war wirklich ein bisschen schneller auf Zack. Da war es beinahe schief gegangen. Genauso wie beim ersten Orangenen.